Hallo und herzlich willkommen Leute, was geht zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit mir, eurem Chutu HD. Ja, und wir spielen heute gegen den FC Augsburg, den 17. Und ja, wir haben heute eine Mannschaft reingeschickt, die eher mittelmäßig ist. Also wir haben ein bisschen rotiert, weil ich denke, gegen Augsburg kann man das schon mal machen. Wir sind immer noch mehr als 50 Stärkepunkte besser. Also gehen wir jetzt im Textmodus ran und hoffen mal, dass es ein gutes Spiel wird auf jeden Fall. Dann sagen wir auch mal, kämpft um jeden Ball. Ja, ist ein gutes Motto für diesen Spieltag. Ich denke, wir könnten heute mal die Chance ergreifen und weiter nach oben kommen. Sprich, dritter Platz oder so. Aber jetzt hängt es gerade ein bisschen. Äußerst schade. Aber okay, jetzt geht's. Ja, erste Chance gleich mal für Gladbach. Raphael legt den Ball schön für Luc de Jong auf, aber der verzieht. Ja, der Luc de Jong hat ja im letzten Part 3 Tore geschossen, was sehr, sehr schön ist. Also mal gucken, ob er sich wieder unter Beweis stellen kann und nochmal 3 Tore erzielen kann. Hier, jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum Harvard Nordfight drin ist und nicht wie im letzten Video angekündigt der Chaka. Der hat sich noch verletzt, ich weiß jetzt nicht wie lange, habe ich mir nicht angeguckt, weil ich euch das nicht vorenthalten will. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Harvard Nordfight reingetan. Der Rest der Mannschaft dürfte eigentlich so sein wie vorher. Oh. Ja. Wenn nicht, tut's mir leid. Schöner Konter. Mag einen Ter Stegen hält. Ja, Ter Stegen, er hat ein Angebot von FC Arsenal bekommen. Und mal gucken, ob er das annehmen wird. Wir haben ja 20 Millionen geboten. Und wir werden auf jeden Fall sehen, ob Arsenal 20 Millionen bieten wird für Ter Stegen. Und 1-0. Ja, 1-0 für uns. Luc de Jong macht es wieder, also sehr schön. Vielleicht schafft er ja wieder ein paar Tore zu schießen. Kommt zum Kopfball und nickt ein, also super. Freut mich. 1-0 führen wir jetzt auch hier gegen Augsburg. Los, Daniel Bayer geht bei einer Flanke von Armin Jones auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Jetzt nochmal die Chance durch die Ecke von Harvard Nordfeld. Die Ecke ist zunächst ein Tick zu weit. Dann kann aber Armin Younes den Ball unter Kontrolle bringen. Mit einem schnellen Haken verschafft er sich etwas Platz. Allerdings wird er durch den Winkel, ist der Winkel sehr spitz und der Ball geht gegens Außennetz. Ja, Armin Younes ja heute auch sein Debüt in der Startelf. Jetzt nicht schlecht gemacht von ihm. Auf jeden Fall ein guter Start. Ein sehr guter Start unserer Mannschaft. Am Anfang in den ersten 5 Minuten hat man schon gemerkt, dass wir da nicht so gut sind, aber mittlerweile eigentlich sehr gut. Jetzt Raphael fackelt nach einem schönen Anspiel nicht lange, sieht aus 25 Metern ab. Sein Schuss gerät jedoch zu hoch, Marvin Hitz muss nicht mehr eingreifen. Nächste Chance für Augsburg. Ronny Philipp flankt von rechts ans rechte Fünfereck zu André Hahn. Ja, ja. Der Ball auf Volley aufs Tor. Und 1-1! 1-1, also sehr schöner Volley-Schuss von André Hahn. Mag an die Ter Stegen, ist ein bisschen zu langsam auf der Linie. Und der geht dann da wohl rein. Also, ja, da spricht man noch, wie schön es hier anfängt und dann kriegt man das nächste Gegentor. Und wir wären immer noch Vierter. Sehr schön. Auch wenn wir bis jetzt unentschieden spielen würden. Aber jetzt die nächste Chance. Gute Chance. Jong Ho Jong will per Kopf klären. Luc de Jong legt mit einem Rückzieher vor dem Tor für Raphael auf. Der schiebt den Ball zu Marvin Ducksch, der ihn einschiebt aus 5 Metern. Zweites Tor, drittes Tor für ihn schon in der ersten Mannschaft. Sehr schön. Schafft er es, frei aufs Tor den Ball rein zu verwandeln. Sehr, sehr schön. Und die nächste Chance für Gladbach. Luc de Jong macht das Spiel schnell, legt auf Raphael, der flankt mit vollem Lauf für das Tor. Marvin Hitz ist da, Alter. Gute Chance wieder. Ecke, Harvard Nordfight. Marvin Hitz zögert beim Rauslaufen. Bringt sich selbst in Schwierigkeiten. Aber am Ende ist er noch vor Marvin Ducksch am Ball. Und einige Zuschauer waren bereits aufgesprungen. Ja, schade, schade. Ein Tor hätte es uns mal geben können. Augsburg jetzt. Ragnar Klavan zirkelt eine Freistoßflanke von der linken Seite an den 5-Meter-Raum. Mölders taucht plötzlich gefährlich vom Marc in die Testigen auf. Der Schlussmann der Borussen ist aber vor dem Angreifer am Ball und faustet diesen weg. Schön.
Die Stürmer, die Noten unserer Stürmer, die wechseln sich auch alle 5 Minuten ab. Hat mal eine 1,0, hat mal eine 1,5, hat mal 2,0 und hat mal eine 2,5. Also eigentlich fast alles vertreten in den guten Noten. Aber wir führen 2-1 zur Halbzeit und das ist die Hauptsache. Also wir werden hier erstmal nichts ändern und sagen, so haben wir uns das vorgestellt. Auf jeden Fall wird dann auch noch der Kramer massiert. Achso, ja, Fitness ist ja gar nicht. Trotzdem, bis jetzt ein mittelmäßiges Spiel von ihm, aber ich denke, der kann sich auf jeden Fall noch bessern. Michael Lustig wird massiert und Dams. Dann wird gelobt der Raphael. Die beiden Stürmer. Und motiviert wird Alvaro Dominguez. Ja, und Kramer. Ja, und Kramer. Und das war's dann. Wir gehen mal in die zweite Halbzeit und gucken mal, wie Augsburg antwortet auf unser Tor. Oder, ja, fast antwortet. Auf jeden Fall schon mal mit einer Chance. Philipp Dahms hindert André Hahn erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Sehr schön. Aber trotzdem, Ecken sind auch gefährlich. Ecke von rechts, Daniel Bayer. Tolles Luftduell zwischen Sascha Mölders und Raul Brauers nach einer Ecke von Daniel Bayer. Am Ende kann sich Brauers durchsetzen und bereinigt die Gefahr. Sehr schön. Wir wärmen schon mal alle auf. Außer Christopher Heimeroth natürlich. Gelbe Karte für Sascha Mölders nach einer Tätlichkeit. Hätte auch rot geben können. Also jetzt Pech für uns, dass einer der Spielmacher nicht rot bekommt von Augsburg. Chance jetzt für Gladbach. Gute Chance. Raphael hat sich auf der linken Seite freie Bahn flankt. Armin Jones kommt freistehend zum Abschluss. Marvin Hitz pariert. Schön. Also eine sehr gute Parade von Marvin Hitz. Jones würde ich eigentlich schon sagen, so oft wie der vorgekommen ist, macht ein gutes Spiel. Also werde ich mir vermerken, obwohl die Note das jetzt nicht wirklich aussagt. Jetzt kommt der erste Wechsel von uns. Und zwar, es kommt Pischorn für Kramer. Ich würde ja gerne Lustig auswechseln. Aber den will ich ja gar nicht bringen eigentlich. Max Kruse kommt auf jeden Fall mal heute für Marvin Ducksch. Spielt aber im HS. Also in der Hängenspitze. Und Hürgotha will ich auch heute mal bringen für Jungs. Also gleich ein Dreierwechsel. In der 69. Minute dann wahrscheinlich. Oder schon in der 70. Dann kriegen die leider aber keine Note. Michael Lustig wird durchspielen, obwohl er heute eine relativ schlechte Frische hat. Los, Borussia. Mach mal ein Tor, ey. Jetzt hier in der 71. Minute die gute Chance für Borussia. Ecke von links. Harvard Nordfight, gute Ecke von Harvard Nordfight. Brauers köpft. Nur ganz knapp am Tor vorbei. Ja, Brauers hat ja schon, glaube ich, 2 Tore geschossen in der Saison. Also nicht schlecht für einen Innenverteidiger. 73. Minute. Wechsel von Augsburg. Ostrolek kommt für Klavan. Klavan sagt mir eigentlich gar nichts. Moravec verlängert einen weiten Ball von Sascha Mölders. Der schüttet Brauers ab. Und vollendet in die lange Ecke. 2-2. Augsburg schafft den Ausgleich. Uiuiuiuiui. Da sagen wir mal, auf jeden Fall, das geht so nicht. Dann haben wir natürlich auch schlecht gewechselt jetzt. Nochmal Augsburg. Philipp flankt von rechts in den Strafraum. Der Ball kommt zu Sascha Mölders. Volleyschuss. Aber in die Arme von Marc, also über das Tor von Marc in die Ter Stegen. Nein, kommt schon, Leute. Wir müssen hier den Sieg haben, auf jeden Fall. Gelb für Yong Ho Hong. Und wir ändern hier unsere Position.
Hürtiger geht auf rechts außen, Raphael auf links außen. Also sehr, sehr offensiv jetzt. Bitte Leute, macht doch mal ein Tor jetzt. Vlachadimos kommt rein für Sascha Mölders. Das ist schon mal gut, dann geht ein bisschen Torgefährlichkeit von den Augsburgern weg. Die ja nicht so gute Noten haben. Insgesamt nur eine 4,0, wir haben eine 3,0 insgesamt. Also hätten wir uns den Sieg eigentlich verdient. Und jetzt wurden wir auf die Tribüne verbannt. Und trotzdem mag Augsburg den Ball. Matthias Ostrolek wird linksteil geschickt, will an Alvaro Dominguez vorbeigehen und bleibt hängen. Der Außenverteidiger setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt ihn mit... Vlachadimos kommt zu Schuss, taucht in die linke kurze Ecke und kann den Ball gerade noch in den Pfosten dringen. Glanzparade jetzt auch nochmal von Marc-André ter Stegen. Mein Gott, ey. Also... Schlecht, was hier unsere Mannschaft in den letzten Minuten abliefert. Aber okay, nochmal die Chance. Luc de Jong sucht Max Kruse, trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert gelangt die Kugel dennoch zu diesem, aber der bisher unauffällige Stürmer kann den Ball trotzdem stoppen und scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter am glänzend reagierenden Marvin Hitz. Aus einem Meter, da muss man den noch reinmachen. Weiter geht's. 86. Minute. 89. Minute. Da wird nichts mehr passieren, also... Uiuiuiui. Ganz schlecht von uns heute. Ganz, ganz schlecht. Nochmal die Chance für Augsburg. Vielleicht gewinnen die ja sogar noch. Jan Moravec spielt da sehr mannschaftsdienlich. Passt zu Vlachadimos, statt selber zu schießen. Aber der eingewechselte Stürmer verzieht überhastet. Glück gehabt. Eine 2 Minuten Nachspielzeit. Komm, noch eine Chance. Wir brauchen noch eine Chance. Schlusspfiff. 2-2 spielen wir jetzt gegen Augsburg. Und verlieren wieder wertvolle Punkte. Damit wir hier in die Champions League Quali kommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part zum Nachbericht.